Willkommen Traderinnen und Trader zum Dienstagsblick in die Märkte vor Markteröffnung heute. Man konnte es in der Überschrift schon sehen. Wir schauen auf das WTI. Wir haben Australdollar, US-Dollar und Euro, britisches Pfund auf der Uhr in der Planung und natürlich immer wieder auch ein bisschen Zeit für den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, wie immer die Einladung auch an alle, die hier live zuschauen. Bitte Fragen direkt hinein in die Chats auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Und dann gehe ich sehr, sehr gerne auf den ein oder anderen Wunschmarkt ein. So wie das auch mit den guten Morgengrüßen immer gemacht wird, freue ich mich sehr, sehr doll darüber. Schauen wir zuerst auf den Risikohinweis, bevor wir in die Details gehen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und das Ganze bitte ich hier, wie es steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Schauen wir in die weiteren Sachen, die wir jetzt auf der Uhr haben. Für diese Woche noch ein Sendehinweis. Den starte ich schon mal heute, damit das jeder auch planen kann. Morgen gibt es den dritten Teil. Jetzt hätte ich dir fast nur zwei Finger gezeigt. Es ist der dritte Teil der Strategiereihe bzw. unserer Serie hier Strategisches Handeln mit dem Stereo Trader. Und da wird der Frank Eschmann wieder ein bisschen was dazu erzählen, wie wir hier mit dem Stereo Trader sehr, sehr gut traden können, uns an die Märkte anpassen können und eines der Werkzeuge, die uns Börsenhändlern hier zur Verfügung stehen, um uns die Arbeit zu erleichtern, besser zu benutzen. Das, wie schon gesagt, morgen Nachmittag am 29. Januar um 15 Uhr. Direkt im Livestream bei Facebook. Ich übertrage das Ganze live, beziehungsweise natürlich auf dem GoToWebinar-Link. Wo mir gerade GoToWebinar-Link einfällt, da muss ich doch gleich nochmal raufgehen und den Link hier teilen. Kurzen Augenblick. Das fiel mir gerade noch ein. Ja, das können wir ja relativ gut machen. Für diejenigen, die auch nicht wissen, wie das geht, zeige ich es einfach mal ganz kurz, wie man sich auch über Webinare und alle anderen wichtigen Informationen von Tickmill auf dem Laufen halten kann. Hier mache ich einfach mal die Website von Tickmill auf. Das ist die Website hier von Tickmill. Da findet man alle möglichen Informationen, auch über alle Währungspaare. Und was wir jetzt wollen hier, ist bei den Werkzeugen die Seminare. Da kann man sich übrigens dann auch direkt anmelden über den GoToWebinar-Link hier für die Morning Briefings. Und dann schauen wir mal kurz rein. Jetzt muss ich nur noch mal kurz schauen. Ich sehe gerade unser Webinar hier gar nicht. Jetzt muss ich mal kurz runterscrollen. Ha, das ist ja ein Witz. Gut, muss ich mal melden. Elena, falls du zuhörst, bitte sei doch so gut und poste mal den Link zum Anmelden. Ich finde gerade hier auf unserer Webseite nicht das Webinar für morgen. Danke, Elena. Und ansonsten machen wir jetzt hier weiter mit den Tagesnachrichten. An dieser Stelle hier gibt es heute nicht ganz so viel zu berichten. Morgen ist ein sehr, sehr wichtiger Tag. Da ist FED-Sitzung und da kommt am Abend dann die FED zu Wort. Nochmal ein ganz kurzer Rückblick auf gestern. Ich hatte ja gesagt, wir haben gestern die IFO-Daten bekommen. Da blicke ich nochmal kurz rüber auf meinen Bildschirm. Die waren ein bisschen enttäuschend. Bei den Geschäftserwartungen hatten wir einen Wert von 95 erwartet. 93,9 waren es im vorherigen Monat. Jetzt sind 92,9. Nicht so schön. Weiter enttäuschend war auch ein bisschen die Einschätzung der aktuellen Lage. Der Rückgang nur marginal, aber von 99,2, was die Erwartung gegangen ist, waren es nur 99,1. Aber dazu eine gute Meldung. Im Vorbericht waren es 98,9. Also es gibt auch da leichte Besserung, was den Index bzw. die Lageeinschätzung hier entsprechend angeht. Und der Gesamtklimaindex, der ist auch geschrumpft im Vergleich zum Vormonat. Da war er bei 96,3. Jetzt steht er bei 95,9. Also alles in allem Zahlen, die waren nicht wirklich prall. Aber damit müssen wir uns nicht heute beschäftigen. Heute sollten wir hier auf der Uhr haben, was so ein bisschen aus den USA kommt. Wir sehen es hier, am Nachmittag gibt es den Auftragseingang für die langlebigen Güter. Dann spricht um 15:30 Uhr mal wieder ein FOMC-Mitglied. Das muss keine Auswirkungen haben, aber kann durchaus ein bisschen Zünglein an der Waage sein. Wichtiger ist um 16 Uhr das Conference Board Verbrauchervertrauen, ne? Das Verbrauchervertrauen in den USA, eine wichtige Sache für die Binnenkonjunktur, und um 22:30 Uhr dann nochmal einen kleinen Blick in den Ölmarkt voraus, schon mal für den großen Ölmarktbericht, der morgen kommt. Also um 22:30 Uhr gibt es hier den API Rohöl-Lagerbestand. Das zur Planung einiger Nachrichten für den heutigen Tag, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Charts hier an dieser Stelle und wir sehen es. Ich habe gleich mal hier den Main Fact oder den Hauptakt, sagen wir es mal so, für heute mit auf der Uhr. Und zwar hier haben wir das WTI. Was wir sehen, wir hatten drüber gesprochen, sehr, sehr schön hier, die Bildung dieses Abwärtstrends, und dann ging es auch sehr, sehr dynamisch zur Unterseite zur Sache. Heißt also, wir sehen es hier, wir hatten das kleine Zwischenhoch, die Korrektur bei 59,62 stehen. Im Tief standen wir nach diesem schönen, starken Rutsch hier bei 52,10. Und wo hat der Markt hier wieder angehalten? Wir sehen es auch hier in einem Bereich, der schon einmal Informationen geliefert hat zu Abprallmöglichkeiten. Das heißt, an dieser Stelle auf alle Fälle ein Bereich, der marktrelevant ist und wir diese Relevanzen hier schon wieder aufgegriffen haben. Heißt also, was ist hier möglich? Hier ist jetzt möglich, dass sich am Markt ein Abprall-Szenario etabliert. Wenn wir das nach oben hinlaufen sehen, wo sind Anlaufpunkte? Auf alle Fälle erstmal ganz, ganz klar hier. Das Tageshoch von gestern, das ist natürlich eine wichtige Marke, kurzen Augenblick, da mache ich die Linie mal kurz etwas geschmeidiger, dass sie ein bisschen besser zu sehen ist. Also hier oben das Tageshoch von gestern, ungefähr die Marke von 53,68, das ist das Hoch, 53,65 war das Hoch, so rum, also hier da das Tageshoch, das ist ein kurzfristiger Anlaufpunkt, aber wenn wir dort wirklich stärker reinkommen sehen im weiteren Verlauf, dann könnten wir durchaus etwas mehr Ausdehnung zur Chart-Oberseite sehen, und da hilft uns auch der Blick zurück in die Vergangenheit, wo Anlauflevel sind, und da sehen wir als nächste Marke hier die 54,80, das ist dieses alte Unterstützungsniveau, was wir hier drüben gehabt haben. Wir sehen auch in der Historie, hat das schon immer mal Anklang gefunden. Diese 54,80 sind jetzt natürlich, weil wir drunter durchgefallen sind, ein Widerstand geworden. Das wäre mal ein Ausdehnungsbereich. Wir haben nach oben hin auch noch ein paar weitere Marker liegen. Da muss man einfach mal schauen, wie weit hier die Dynamik kommt. Wir blicken gleich mal rein in den Stundenchart. Da kann man nämlich sehen, wie der Verlauf gewesen ist. Und dann kann jeder auch, sage ich mal, nachvollziehen, weshalb ich bestimmte Marken auch reingenommen habe. Hier, und da sehen wir es einfach. Das war der starke Schub nach unten, der große Ausbruch hier unter die Marke. Ich zoome es mal kurz etwas weiter zusammen hier. Unter die Marke von 58, dieser Anlaufbereich hier an dieser Stelle. Hier kam dann dieser große, starke Schub entsprechend auch nach unten. Hier, da sehen wir das Ganze mal eingezeichnet hier. Das war der Bruchbereich von diesem Abwärtstrend, und deswegen haben wir auf der Oberseite halt ein paar Marker liegen. Wie schon gesagt, die naheliegendsten sind das Tageshoch von gestern, beziehungsweise hier der Widerstandsbereich um 54,80. Wenn wir dann noch ein Stückchen weiter nach oben blicken wollen, dann haben wir hier das untergeordnete Swing High hier aus diesem Abwärtstrend um die 55,90 und dann hier das Level, wo sich dieser Abwärtstrend gebildet hat, durchaus dort auch ein Anlaufbereich. Wie schon gesagt, das kommt immer darauf an, wie die Märkte sich momentan verhalten, wie der Ölmarktbereich ist, wie das Ganze um die Lungenkrankheit weitergeht, die Nachrichtenlage, die wir hier haben. Jetzt haben wir ja anscheinend in Deutschland doch das erste bestätigte, den ersten bestätigten Fall davon. Also es bleibt hier weiterhin sehr, sehr spannend, und wie schon gesagt, die Gegenbewegung kann nach so einer starken Dynamik nach unten durchaus auch etwas Dynamik nach oben entwickeln und mal ein paar Tage steigende Kurse hier zeigen, und das können die aktiven Trader natürlich immer wieder für eigene Handelssetups reingeben. Das dazu. So, also hier WTI haben wir uns angeschaut. Australdollar, US-Dollar gucken wir uns als nächstes an. Hier in den Währungen. Und zwar, kurzen Augenblick, da ist er, Australdollar, US-Dollar. Das erste, was wir hier machen, ist, wir schalten mal fix um in den Tageschart. Warum schalten wir in den Tageschart? Weil dort das Grundsetup rausgekommen ist, was ich hier an dieser Stelle besprochen habe. Wir haben darüber gesprochen, hier diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich gebildet hat. Hier schön der Markttrigger gewesen bei 0,68, knapp 5, also 4,80 war hier dieser Bereich, also der Schwungbereich hier unten. Das war die Nackenlinie. Hier ist es schön unten rausgelaufen, und das Interessante, was wir hier an dieser Stelle jetzt auch mal sehen, ist, wenn man mal diesen ersten Measured Move ausnimmt, das heißt hier die letzte Schulter ausmisst und das Potenzial nach unten anlegt, dann sind wir hier weit in die Potenzial beziehungsweise sogar etwas weiter als das klassische Potenzial rausgelaufen, genau hier in ein Unterstützungslevel rein, jetzt hätte ich schon fast gesagt ein Widerstandslevel, in ein Unterstützungslevel rein, hier die Marke von knapp 67,5, das ist hier ein Bereich, da hat der Markt schon häufiger mal interagiert mit mir, die letzten mit dieser Linie, die letzten Interaktionen sind immer genutzt worden, nach oben aufzusteigen und das kann natürlich hier an dieser Stelle auch passieren, das heißt, wenn wir hier tatsächlich ein Abprall-Szenario sehen sollten, dann können wir uns auf der Oberseite orientieren. Das gucken wir uns gleich mal auf der kleineren Zeiteinheit an. Hier im Stundenchart kommt es allerdings direkt zum Bruch dieser Marke hier, dieses Unterstützungsbereiches, also deutlich zu Kursen unter 0,675. Dann steht der Weg nach unten frei. Und wenn wir uns hier mal in dem Chart umschauen, der nächste größere Anlaufbereich wäre mal hier unten die Marke von ungefähr 0,67. Das ist das, was der Weg zur Unterseite definitiv noch offen hat. Das ist auch das, was das Potenzial aus der gesamten Ausmessung hier dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation ohne weiteres nach unten auch mit hergibt. Von der Seite her ist der Weg dort unten wirklich frei. Und wir können schön zur Unterseite reinlaufen. Allerdings hier an dieser Stelle eine Situation, wo der Markt erstmal entscheiden muss, wo er hin möchte. Und das Ganze gucken wir uns mal in den kleineren Zeiteinheiten an. Wir haben nämlich hier ein bisschen Schwung rausgenommen momentan, ne? Wir sehen es hier an dieser Stelle. Ich mache mal ganz kurz den kleineren Timeframe an, den kleineren Zeitrahmen. Und das sehen wir hier schön, wie stark der Markt nach unten geht. Und hier will der Markt momentan nicht so richtig runter. Er zappelt ein bisschen hoch, er versucht ein bisschen hoch, er versucht ein bisschen runter, aber alles in allem geht hier so ein bisschen Dynamik raus, ne? Und wenn wir hier jetzt tatsächlich die Bildung eines Gegentrends sehen, also eines Aufwärtstrends, das wäre dann das Korrekturmuster, was wir hier haben, dann hätten wir erst einmal klassisch den Abprall hier von unten, also vom Support nach oben hin, und Marker, die dann wirklich interessant sind, die sehen wir hier an dieser Stelle sehr, sehr schön. Hier sehen wir mal die Bewegung, den Bewegungstrend und das interessante Level, was wir hier raus haben, das ist dann halt wirklich hier dieser Bereich, wo wir es schon mal hatten, hier dieser Drehbereich, der erste Anlaufmarker hier um die runde Marke von 0,68. Und wenn wir uns das Ganze dann einfach mal noch anschauen, wie sich die letzte Bewegung hier, dieser abwärtsgerichtete Bewegungstrend aussortiert hat, dann haben wir hier auch noch einen Anlaufpunkt, einer der höher liegt, hier ungefähr dieser kleine Drehpunkt hier um die 0,68, 1,80, der Marker hier oben in diesem Drehbereich, und das sind interessante Anlaufpunkte für die Korrektur. Kann natürlich auch noch deutlich höher gehen, wenn es hier zu einer starken Ausdehnung kommt. Dann blicken wir hier nochmal kurz in den Tageschart rein und dann sehen wir ja, was an dieser Stelle auch kommt, nämlich hier noch einmal der Test des Ausbruchslevels, also der Nackenlinie, und dann nach unten zu sehen. Übrigens, wer jetzt hier diese blaue Linie sieht, ich habe jetzt hier eingeschalten einmal die Trenderkennung vom MTON Live Signal, was die Chartanalyse für die Trendeinzeichnung ein bisschen verbessert. Wir haben hier an dieser Stelle hier kleiner Fehler drin, aber halb so wild. Der Trend ist trotzdem erkennbar. Wir sind hier unter das Trendtief drunter gelaufen. Das heißt, den Trend, den Aufwärtstrend, den wir hier auf Wochenbasis haben, der ist momentan unterschritten. Das heißt, mit diesem Trend ist irgendwas nicht mehr so in Ordnung und es kann hier durchaus zur Ausbildung eines Gegentrends kommen. Das muss man immer so ein bisschen im Kopf halten und das sind auch die Sachen, wo ich persönlich sage, ich freue mich immer auf sowas, wenn sowas kommt. Und wenn wir hier jetzt noch eine Gegenbewegung sehen, das ist dann nämlich interessant, weil wenn wir dann hier an dieser Stelle sozusagen hier diesen Abwärtstrend dann traden können, dann können wir jetzt schön in die Korrektur laufen und aus der Korrektur heraus dann nach unten traden und dann hier wieder diesen alten Schwungbereich um die 67,5 rangehen und dann mit dem Wissen, dass hier noch ein Gegentrend entstehen kann, einiges auch zur Unterseite mitverdienen können. Also es bleibt hier sehr, sehr spannend und es ist wirklich ordentlich Action geboten hier im Australdollar, US-Dollar. Und damit blicken wir in die zweite Währung für heute und zwar den Ansatz hier im euro-britischen Pfund. Auch das natürlich erst einmal kurz der Blick in den Tageschart für sozusagen die Einordnung der aktuellen Situation. Ja, wir sehen nämlich hier auf Tagesbasis eine interessante Sache und zwar eine Ausbildung einer Umkehrkerze und wir sehen auch, dass das Handelssetup auf der Long-Seite mittlerweile anläuft, ne? Ich habe das reingenommen aufgrund der Tatsache, dass wir hier sozusagen in diesem nach unten laufenden Trend. Also wir sehen es ja hier, der Markt läuft hier nach unten. Hier war mal kurz der Ausflug oben drüber über diesen Zwischenbereich, hat sich kurz ein Aufwärtstrend gebildet, aber der wurde sofort wieder abgegeben. Also der Markt nimmt ja sofort die Abwärtsrichtung wieder auf und wir haben jetzt hier in diesem Chart einen Schwungbereich, also eine Trading Range ganz knapp unten bei 0,388 und oben ganz knapp bei 0,8575. Das sind diese beiden Level hier und hier unten kam es am Freitag zur Entstehung einer Umkehrkerze. Da hat sich der Markt gestern nicht wirklich ausgeklost, wo er hin wollte, aber jetzt scheint er wirklich nach oben zu wollen. Das heißt, wir haben unten ein Absicherungslevel, hier diese untere Range bei 0,83876 ist hier der Low gewesen und wenn wir jetzt schön nach oben laufen, dann schalte ich auch nämlich direkt mal rum in den Stundenchart, weil das ist jetzt wirklich interessant. Da sehen wir nämlich, jetzt hat sich endlich der Aufwärtstrend gebildet, den wir als Bestätigung brauchen, hier für die Aufwärtsbewegung, das heißt, dass das Umkehrsignal, was wir gerade auf Tagesbasis gesehen haben, dass das bestätigt wird. Das heißt, hier an dieser Stelle, schaut euch das Ganze mal an. Hier, ich skizziere das mal ganz kurz hier eben von der Hand, damit es leichter erkennbar ist. Hier mache ich mal kurz in grün an dieser Stelle. Also hier, das ist jetzt der Trend, der Aufwärtstrend, der Gegentrend. Das ist eine wichtige Sache. Nummer 1 und Nummer 2 ist tatsächlich, wir sind mit diesem jetzt validen Trend über dieses Trendhoch hier drüber gelaufen und das ist sehr, sehr schön an diesem Punkt hier gut nach oben zu kommen und wenn wir hier weiter drüber laufen, der nächste Anlaufpunkt, zoome ich mal kurz etwas näher zusammen, wäre mal dieses Drehlevel hier, als hier die starke Dynamik reingekommen ist, knapp um die 84,8 und dann können wir uns hier aus diesem Abwärtstrend, den wir hier nach unten gesehen haben, hier auch der schön zu sehen, wie er hier schön nach unten schwingt, das hier ein Korrekturlevel um die 85,5, also die 0,85,5, das wären mal Marker, die wir durchaus zur Oberseite haben und das ist das, was wir brauchen. Jetzt haben wir die Bestätigung und wenn sich der ganze Schub nach oben hin fortsetzt, dann an dieser Stelle natürlich die Tagesbasis als Umkehrsignal und das Ganze dann wieder hochtretbar bis, ja, sag ich mal, wenn wir uns mal diesen Deckel hier oben angucken, mal ohne weiteres hier, sage ich mal, doch durchaus die Chance auf die 0,855 beziehungsweise hier oben rein die 0,8575. Die Marker, die haben wir da und jetzt sehen wir hier entsprechend die Umkehr. Kommt er hier allerdings wirklich nicht aus dem Knick, sondern testet nur nach oben an. Ist das dann auch wieder etwas, was der Markt uns sagt? Nämlich er sagt uns, ich bin einfach nur zu schwach, um hier ordentlich zu korrigieren. Und dann heißt das halt, wenn das Ganze doch wieder rumdreht, dann haben wir hier allerdings auch auf Stundenbasis die Signale, wann es wieder runtergehen kann, wenn der Aufwärtstrend nicht mehr vorhanden ist und wir direkt wieder abverkaufen vom aktuellen Tageshoch hier von gestern um die 0,845. Dann ist die Unterseite wieder dran und dann können wir sehen, wo es hier weitergeht. Wie schon gesagt, das Low bei 0,83876 ist hier unten der Supportbereich. Wenn es da drunter geht, setzt sich dieser Abwärtstrend hier fort. Ich glaube, wenn ich es größer zoome, sieht man es besser. Das Ganze. Und wenn wir dann mal schauen, wo noch Anlaufpunkte auf der Unterseite sind, hier aus dem untergeordneten Trendverlauf haben wir hier die 0,835 beziehungsweise hier dann die 0,83 und ja, 0,16 ist das Low dieser Tageskerze hier. Also wir haben da ein paar planbare Anlaufpunkte auf der Unterseite. Wir müssen einfach nur schauen, was kommt. Wie schon gesagt, aktuell korrektive Phase läuft nach oben, habe ich ja skizziert. Wenn das Ganze wieder rumdreht, bumm, alles fertig. Das zum euro-britischen Pfund. So. Gut, dann an dieser Stelle gleich mal noch weiter geschaut. Wir haben heute noch ein paar Fragen hier. Elena, ich sehe gerade, du hast den Link gepostet zum Webinar heute bzw. morgen Abend. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Das freut mich sehr. Wir schauen jetzt mal rein. Erstmal kurz auf die Indexseite. Da haben wir den Eurostoxx 50 hier auf der Uhr. Da sehen wir momentan eine leichte Gegenbewegung zu dem starken Abwärtsschub nach unten hin. Gucken wir uns den Markt mal kurz auf Tagesbasis an. Da sehen wir hier, was rausgekommen ist. Wir haben eine wichtige Marke hier unterschritten. Gestern hier, dieser Bereich ist gestern komplett rausgenommen worden. Schöne Abverkaufskerze. Jetzt sehen wir hier die Gegenbewegung, Entwarnung für die Long-Seite oder beziehungsweise für weiterfallende Kurse, können wir hier aus kurzer tagestechnischer Sicht noch gar nicht so nennen. Das heißt, wir haben momentan einfach die Situation, dass wir hier einen Markt haben, der durch die ganze Geschehnisse oder durch die ganzen Geschehnisse um das Lungenvirus, um die Lungenkrankheit die Marktbeherrschung behält. Und hier sehen wir halt momentan eine kleine Gegenbewegung zu gestern. Wenn wir jetzt direkt wieder hochlaufen, wäre das ein sehr, sehr starkes Zeichen an dieser Seite. Wie schon gesagt, allerdings Entwarnung gibt es hier einfach noch nicht. Das heißt, man kann hier an dieser Stelle zwei Dinge jetzt mal in Betrachtung ziehen. Nummer eins, was passiert hier am Tagestief von gestern, beziehungsweise auch heute knapp die Marke von 3668 Punkten. Fällt es darunter, haben wir direkt den Weg wieder offen. Anlaufbereich zur Oberseite für eine Ausdehnung wäre natürlich hier auch dieses Trendlevel, wo wir runtergefallen sind, also wo wir diese Linie hier auch rausgenommen haben, nach diesem Mehrfachtop hier oben einfach hier unten drunter durchgelaufen sind. Das wäre dann an dieser Stelle natürlich mal interessant zu sehen hier, wo der Trend dahin läuft. Der Gegentrend ist ja schon aktiv und wie schon gesagt, das Potenzial hier unten reinzulaufen um die Marke von 3600 Zählern sehe ich durchaus als gegeben. Muss man einfach mal ein bisschen schauen, wie es hier ausschaut. In der Stunde sieht man es halt auch, der Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Wir sehen jetzt hier eine Gegenbewegung aktuell in Form einer Flagge. Die Flagge wegen der Verortung im Abwärtstrend der Stunde natürlich mit bärischem Charakter. Muss man schauen, wie es weitergeht. Wie schon gesagt, die Ausdehnung könnte durchaus hier bis oben in den Ausbruchsbereich reinlaufen. Müssen wir einfach mal schauen, wie die Märkte reagieren, auch zu den Fällen, die wir jetzt in Europa auch immer mehr bekommen, hier bei der Lungenkrankheit. Das wird ja interessant und durchaus marktbeherrschend. So, dann schauen wir noch auf britisches Pfund, US-Dollar. Klar doch, machen wir glatt hier rein und dann gucken wir einfach mal. Britisches Pfund US-Dollar. Guck mal hier. So, da sehen wir, der Markt läuft weiter nach unten in Richtung dieser ersten initialen übergeordneten Abwärtsdynamik hier an dieser Stelle. Das heißt, wir sehen es hier. Guckt euch das Ganze mal an. Dieser untergeordnete Aufwärtstrend, den wir hier sehen, der läuft momentan tief in seine Korrektur hinein. Hier sieht man auch mal mit der Anzeige, wie tief das Ganze wird. Wir sind hier mittlerweile schon im Bereich von weit über 50% Korrektur der letzten Bewegung. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie eng und klein der Handelsansatz ist, den man hier betreiben möchte, ne? Heißt also, wer sich hier auf den Aufwärtstrend, den kleinen hier bezieht, das ist übrigens der Stundentrend, der hier ersichtlich ist. Also hier sehen wir im MTON Live Signal, das ist der Trend, der Lower Timeframe, das heißt der direkt darunter liegende ist die Stunde, das ist der Trend, den wir in der Stunde sehen und der ist jetzt tief korrigiert und hier kommt es jetzt halt wirklich drauf an, wie sich der Markt weiter verhält. Springt er nach oben an, könnte man kurzfristig durchaus hier aus der tiefen Korrektur der Stunde nach oben traden, hier in Richtung altes Stundenhoch, beziehungsweise also hier die Marke um die 1,31, knapp 700. Das ist hier der Marker, den wir drinnen haben. Allerdings muss man immer auch so ein bisschen im Kopf haben, was wir hier jetzt sehen, ist nur die Gegenbewegung zu dem, was von hier oben gekommen ist. Und da sehen wir hier weiterhin fallende Hochs und fallende Tiefs. Also mittlerweile haben wir jetzt zwar untergeordnet den Trend da, aber Entwarnung kommt erst dann, wenn wir tatsächlich hier über die 1,32,8 laufen. Und das bringt halt jetzt dieses Spiel mit rein, wo man durchaus diesem Aufwärtstrend, der hier auf Stundenbasis gerade korrigiert, das Potenzial einräumen kann, nach oben hin zu laufen und eine Ausdehnung weiter nach oben voranzubringen, ne? Wir korrigieren ja quasi jetzt gerade die letzte Bewegung hier von 1,32, 1,23 aufs Low bei 1,29,540. Das wird halt trendig gemacht. Und das ist Potenzial zur Oberseite, wenn wir rumdrehen. Heißt also hier, guckt es euch an, die Stunde läuft entsprechend abwärts hier. Hier an dieser Stelle, da nützt jetzt nichts, der Higher Timeframe einzugrenzen. Heißt also an dieser Stelle hier sehen wir, der Markt läuft abwärts gerichtet, hier nach unten weg. Das ist sozusagen die Korrektur von dem, was jetzt hier oben bei rausgekommen ist. Also das, was sich hier an dieser Stelle bildet, da haben wir jetzt den Aufwärtstrend. Das ist das, was wir auch auf Tagesbasis gesehen haben, ne? Und das Ganze läuft jetzt hier halt tief rein. Und wenn wir hier tatsächlich die Umkehr bekommen, das heißt, diesen Trend hier beenden, wir also hier über dieses kleine Zwischenhoch drüber laufen, hier an dieser Stelle, das wäre mal, kleinen Augenblick, dieser Marker hier, da müssen wir drüber laufen, knapp über die 1,30,655, was wir hier das Hoch haben, dann haben wir diesen Abwärtstrend rausgenommen und dann haben wir die Chancen, nach oben mit reinzugehen. Wie schon gesagt, wir laufen hier auch tief in die Korrektur mittlerweile rein. Von der Seite her ist das sehr, sehr spannend auf beiden Seiten. Man kann hier den großen Zeitrahmen des Tages nehmen und sich orientieren, beziehungsweise hier im britischen Pfund US-Dollar gerne auch den kleineren Zeitrahmen hier im Stundentrend zum Traden benutzen. Das zum britischen Pfund US-Dollar, und damit mache ich mal weiter noch mit dem US-Dollar CAN-Dollar. Das haben wir hier auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Ich freue mich, dass diese Währungspaare auch immer wieder reinkommen in die Fragelisten, weil da sehe ich auch, dass sich unsere Zuschauer hier mit den Märkten auch beschäftigen, und das ist ja hervorragend zu sehen. So, hier haben wir es, US-Dollar, CAN-Dollar. Wir sehen es weiterhin verortet im Abwärtstrend. Die Korrektur ist auch weiterhin schön am Laufen. Wir sehen auch das Potenzial der Korrektur. Ich hatte es in der letzten Analyse auch gesagt, wenn wir uns mal hier diesen Bewegungstrend mit anschauen, er hat es sogar geschafft, mittlerweile hier die 1,318 zu überschreiten. So stark ist die Korrektur, die wir momentan haben. Und mit Blick auf den Verlauf der Korrektur sehen wir auch hier, ich mache mal kurz den Lower Timeframe rein, dass sich hier ein Gegentrend der Stunde gebildet hat. Also wir sind hier in der Stunde aufwärts gerichtet, haben diesen Bewegungstrend mittlerweile auch gebrochen und haben jetzt durchaus die Chance, hier weiter oben rein zu laufen. Das heißt, durchaus hier in diesen Widerstandsbereich da oben rein, also hier, da oben ran. Da haben wir das aktuelle Trend hoch. Durchaus auch annehmbar, dass wir dort oben reinlaufen. Die Marke ungefähr 1,33, 2,5, 2,6 in diesem Ding. Das ist durchaus offen. Dazu setzt der Stundentrend sich fort. Und das kann man auch sehr, sehr schön zum Traden nutzen. Hier sehen wir es mal, wie schön sich der Markt hier nach oben schwingt und die Potenziale zur Oberseite hin immer weiter auch ausreizt. Und das hilft hier. Heißt also an dieser Stelle, wenn wir hier mal schauen, wo steht der Markt aktuell? Aktuell ist er hier leicht am Korrigieren gewesen. Wenn er sich hier über das Hoch fortsetzt, setzt sich dieser Bewegungstrend, also diese Bewegung hier entsprechend auch fort, in die Korrektur des übergeordneten Tages natürlich rein, und das Ganze ist dann gut zu sehen, wie es weitergehen kann, ne? Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, da läuft der Markt hoch im Aufwärtstrend, und wenn wir hier mal ganz kurz sehen, wir sind halt relativ weit oben in der Bewegung immer noch, deswegen ist das Ganze hier rot. Das heißt jetzt nicht, dass das zu Ende geht, nur diejenigen, die sich gerne in der Korrektur einkaufen, wissen halt, okay, so richtig viel an Korrektur war hier noch nicht. Das ist allerdings nichts Ungewöhnliches in sehr, sehr starken Märkten. Das heißt, wenn das Korrekturmuster hier an dieser Stelle so bleibt, wie es jetzt ist, haben wir hier vom Korrekturmuster her ein Dreieck, was sich hier innerhalb dieses Aufwärtstrends bildet. Der Stunde- und ein Dreieck in dieser Situation ist in der Regel innerhalb der Verortung einer Bewegung in einem Aufwärtstrend ein bullisches Zeichen, und die Auflösung nach oben könnt ihr durchaus den nächsten Schub zur Oberseite hier hin in Richtung hoch um die 1,33 bringen. Also das bleibt extrem interessant an diesem Stadium, und Anlaufpunkte auf der Oberseite haben wir auch noch, nachdem wir hier dieses Level rausgenommen haben. Der nächste Marker wäre dann dieser hier oben aus diesem Bewegungstrend nach unten, und da hätten wir den nächsten Anlaufpunkt bei ungefähr 1,327. Sehr, sehr spannend. Danke für die Frage an dieser Stelle. So, heißt an dieser Stelle Punkt. Jawohl, Fragen sehe ich hier jetzt keine mehr. Das heißt, an dieser Stelle danke für die Zeit heute Morgen, wieder allen gute Trades. Jetzt geht's in die Live-Handel-Session. In 3 Minuten haben wir sozusagen aktuelle Markteröffnung. Da geht es in Deutschland los um 9 Uhr. Das heißt, allen hier Daumen drücken, dass die Setups gut anlaufen. Haltet euch an die Strategien, ans Risikomanagement, wie wir das letzte Woche Freitag auch besprochen hatten, und dann wird das funktionieren. Also, bis morgen, 8:30 Uhr, der Blick in die Charts wieder mit ein paar neuen Ideen und Analysen. Den Blog natürlich vorher, wie immer. Bis dahin. Tschüss.